Dzień dobry, meine Freunde, was geht ab? Heute stelle ich euch die AK-47 wieder vor, allerdings diesmal als Nahkampfvariante. Letztes Mal war das so mehr auf Fernkampf, also auch die Verdansk-Version. Und heute zeige ich euch die Version auf Rebirth. Also ich zocke die ganz anders als die Weitschuss-Version. Und ich finde diese Waffe richtig geil. Ohne Spaß, ist eine meiner Lieblingswaffen zurzeit. Spiele ich super gerne. Bleibt bis zum Ende dran, dann seht ihr das klasse Setup. Von den letzten 4 Waffen haben mir nur 2 gefallen. Die XM4 und die P90 waren nicht so nice. Also war okay, aber nicht so nice. Aber die AK-47 ist ganz, ganz geil. Ja, das war, ne? Was gibt's denn? That's the one. Da landet einer. Ja, du scheiß YouTuber! Wow. Ich hab die beide gebumst! Ich hab die einfach gebumst. Ich sag euch so, wie es ist. Ich hab sie gebumst. Oh, er drückt sich vielleicht hier drin, ne? Jawohl, alle! Was ist denn hier los, Digga? Ja, ich weiß. Ich seh's. Ein Knock. Noch ein Knock, Prison oben. Habt ihr Prezi oder so? Direkt rauf sonst. Digga. Leise, leise. Beide zusammen, auf 3, 1, 2, 3. Nein. Der ist am Shop jetzt. Hier, Elfer, komm her, ich geb dir Munikiste. Noch einer. Noch einer. Junge, wir haben die gebumst, alle. Unter uns, unter uns. Hier. Da, genau da. Oh mein Gott, ich hab ihm so eine Zeitung gegeben! Boah, oben war noch einer. Legt meine Stimme auf den Discord? Alles gut. Ein Knock am Shop. Shop? Noch ein Knock. Da war der und... Da drinnen, da drinnen, da drinnen. Er ist reingegangen, ja. Ist unser Prissi? Ja, ich hab das schon. Oh! Ich muss sie anpassen. Ja, ist okay, ist eine Sünde. Ich bin
immer noch so fertig, ne? Ich spiel jetzt Ah, der muss hier im Raum unten sein. Ich hab nichts getroffen. Bestimmt in diesem kleinen Gang da, weißt du? Da kommen noch so viele, die da ich hab. Stark. Stark, Junge. So ein Ding ist das. VIP. So, meine Freunde. Kommen wir jetzt zum Klassensetup der AK-47. Wie spiele ich die AK-47 auf Close Range? Und zwar spiele ich sie mit dem Mündungsfeuerdämpfer, also letzte Mündung. Visier zocke ich Mikroflex LED-Visier. Magazin zocke ich das 45 Schuss Mag. Griff, Gro, Elastik, Umwicklung und zu guter Letzt, meine Cam davor, da zocke ich die KGB Skelettschaft. Dazu zocke ich die Schweizer K31. Hier, die zocke ich so, könnt ihr nicht viel weiter erklären, muss ich hier, ne? Seht ihr selbst. Ja, dazu die Extras, Wurfmesser, Betäubung. Blendgranate aber tatsächlich besser. Ich würde die Blendgranate spielen, also beide super. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und wenn nicht, dann ist das so. Kann man gerne, ne?